Ja, das ist Keith Cameron, der tapfere Pionier. Auch ohne Budget in tiefster See, so kennen wir ihn, Keith Cameron. Alle Systeme arbeiten und könnt ihr da oben den Song gut hören? Keith Cameron, erforscht den Ozean. Ja, wer so gern, ja, wer so gern, wo bis heute noch keiner war. Willkommen zurück zu einer neuen fischigen Folge Subnautica. Freut mich, dass du da draußen wieder reingepaddelt bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die fischigen Buben und Mädels, die das letzte Video bewertet haben. Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Projekt weiterhin mit einer Bewertung unterstützen wollt. Habt ihr noch Bock auf Subnautica oder sagt ihr, nee, Junge, reicht langsam, bitte nie wieder Subnautica. Bitte, bitte, lieber Keith, folter uns nicht mit Keith Cameron. Ich ertrage diese mörderische Tortur nicht mehr. So, ich mache mir hier mein Aquarium hin. Oh, dafür brauche ich schon wieder Glas. Habe ich Glas? Ich besitze Glas, zumindest hier ein bisschen. Aber wir müssten eigentlich noch mehr haben. Bei Elektro ist es nicht drin. Ist es hier drüben drin? Nee, ist es hier drin? Oh, hier haben wir jede Menge Glas. So, das ist genug. Und Aquarium Nummer 1. Direkt hier meine Wirbelfische rein. Meine Lieblingsfische. Und dann machen wir hier noch eins hin. Komm schon. So. Aquarium Nummer 2. Ist das ein bisschen schief? Die wirken beide so ein bisschen schief. Moment. Ich mach's nochmal hin. Zumindest das hier. Ist ja alles kein Problem hier. Du kannst ja jederzeit alles wieder umrüsten. Gott sei Dank. So, es ist wieder so ein kleines bisschen schief. Ganz gerade ist es nicht. Wow! Oh mein Gott, was geschieht hier? What are you? Ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und was genau bist du? Drogen. Liebe Kinder, Drogen sind schlecht. Lass die Finger von den Drogen. Ist es jetzt gerade? Es wirkt auf jeden Fall sehr gerade. Ach, warum bin ich denn immer so ein Perfektionist? Jo, gerade wird's nicht. So, steht. Stehen beide. Stehen beide. Hey, ey, 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 ey. Hier ist wieder irgendwas im Weg. Gut, dann können wir die nämlich mal rausholen. Zack, zack, zack. Davon haben wir unten welche gesammelt. Ihr habt ein neues Zuhause, Oculus. Okeli, Schmokeli. Aquarium ist voll. Oh, wie süß. Hier können wir auch noch Pflanzen reinmachen. Leider habe ich im Moment nichts, was ich da drin haben will. Hier, nimm mal hier alles mit. So, ich bin in einem, naja, neuen Biom jetzt nicht, aber trotz allem in einer sehr, sehr interessanten Gegend. Denn hier geht es ganz schön schnell nach unten. Oh, den habt ihr noch gar nicht gesehen. Der ist interessant. Flimmerflügel, so heißt der jetzt. Früher hieß der mal Mesmer. Hey, Flimmerflügel. Zeig uns deinen Trick. Wow, 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 wow. Okay, er will nicht. Er will nicht. Alles klar. Du willst nicht, du musst nicht. Alles gut. Ich werde dich nicht mehr belästigen. Haben wir hier ein bisschen Quarz? Wenn ja, das würde ich mitnehmen. Quarz können wir ganz gut gebrauchen. Oh, habe ich Batterien? Natürlich nicht. Wir haben auch keine Batterien. Silber gibt's hier. Ich habe keine Ahnung, warum der Flimmerflügel auf einmal so mega aggressiv ist. Normalerweise machen die so eine, ja, so eine Art Hypnose. Dann bist du total benebelt und benommen. What? No, 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 no. Nein, Karen, Sharon, machen wir nicht. Nein, wir schwimmen nicht näher. Hat wirklich Karen Sharon zu mir gesprochen? Oder können diese Kreaturen... Oder können diese Kreaturen meinen Geist verwirren? Und ich höre die Stimme von Karen Sharon. Das ist halt die große Frage. Ist da oben irgendwo ein Reaper? Oh bitte, friss nicht
meinen Zyklopen. Tu es nicht, Reaper. Tu es nicht. Lass es einfach. Lass es einfach gut sein. Ja, Silber kann man gebrauchen. Und wir tauchen in ein neues Biom. In ein neues, unheimliches, gruseliges Horrorbiom. Wollen wir da wirklich rein? Eben gerade wollte ich irgendwas hier mitnehmen. Ich habe eben gerade irgendwas Spannendes hier gesehen. Die Dinge haben wir schon alle gescannt. Ach ja, hier, der Klumpen. Ach, Gold, oder? War das Gold oder war es Kupfer? Buh, Gold will niemand. Niemand will Gold. Oh Gott, ich höre die Monster. Das klingt wie ein Reaper. Kann hier unten ein Reaper sein? Ich hatte schon mal was. Ich hatte sogar mal einen Reaper unten im Lava-Biom. Holy shit. Eine Feuerkoralle. Wird gescannt. Geisterkraut. Kann man nicht essen? Nö. Nö, kann man nicht. Naja, einige Pflanzen kann man essen. Ich glaube, diese Gelsäcke kann man auch essen. Ja, guck mal, wen haben wir denn hier? Du siehst ja wirklich beeindruckend aus. Lass dich scannen, mein Hübscher. Geisterrochen. Das ist ein riesiger Brocken Quarz. Ich finde die Nummer mit dem Abbau und so haben sie ein bisschen verschenkt. Es ist hier so warm. Nein, die Dinge hier sind super heiß. Hier sieht man ja, wie die Temperatur nach oben geht. Denn irgendwie, ich weiß nicht, man kann hier mit einem Bohrer so viel Zeug abbauen. Aber realistisch betrachtet benötigt man halt gar nicht so viel. Au! Skelettüberreste eines Leviathans. Interessant. Was ist das hier? Oh, Uran. Das nehme ich mit. Ein Diamant brauchen wir nicht. Eine rote Wiege. Guck mal, es sind sogar Säurepilze. Damit könnte ich dann wieder Batterien herstellen. Ich glaube, die nehme ich sogar mal mit. Freunde, ich verbrenne hier. Ihr merkt schon, wir brauchen einen Wärmeschutzanzug. Unbedingt. Ey, das ist ein richtiger Friedhof. Das ist ein richtiger Leviathan-Friedhof. Hier fühlt man sich absolut unwohl. Ich habe mal gegoogelt, ob es Flüsse unter Wasser gibt. Also mit diesem Effekt, ob sowas in der Natur wirklich möglich ist. Ey, 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 dich will ich scannen. Ein Flussstreuner. Also ich habe gegoogelt, ob es so ein Phänomen gibt, ja, dass man optisch einen Fluss wahrnehmen kann. Und ja, dieses Phänomen hier gibt es wirklich. Es gibt wirklich Flüsse unter Wasser, die man optisch wie einen Fluss wahrnehmen kann. Genauso wie hier. Halt so ein Nebel. Sehr interessant. Hat auch einen Namen, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber damals war ich halt interessiert daran, ob es so etwas gibt. Und ja, so etwas gibt es. Es gibt Flüsse unter Wasser. Ob es diese riesigen Monster gibt? Nun, wir wissen angeblich über das Meer weniger als über das Weltall. Also von daher, wer weiß, was es da unten alles gibt. Ab einem gewissen Punkt erblüht eine ganz neue Welt. Es gibt ja die skurrilsten Fische. Ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Sowas wie das jetzt hier in der Art und Weise höchstwahrscheinlich nicht, aber weiß Gott, was es da unten noch alles gibt. Wow! Hoffen wir mal, dass es sowas hier nicht gibt. Greif mich nicht an, Kumpel.
Okay, ich glaube, hier geht's. Holy shit. Holy shit, wie die schreien. Ich glaube, hier geht's runter ins Lava-Biom. Das ist ein Eingang. Aber ihr wisst ja, Lava-Biom können wir knicken. Können wir vergessen. Keine Chance. Können wir nicht hin. Unmöglich. Unmöglich. Weil uns der Druck da unten zerreißen würde. Apropos zerreißen. Ich habe mich mal wieder selbst angefahren. Nein, ich wollte eigentlich hier kleine Reparaturarbeiten. 15% waren es nur. 15% kann eine Menge ausmachen. Ich hatte schon Momente, da hätten mich 15% gerettet. Deswegen repariert eure Motte. Tut der Motte was Gutes und repariert sie. Oh mein Gott. Ja, leck mich doch fett. Der Scheiß hier ist interessant. This alien structure appears to have collapsed to the sea floor. Okay, ich kann hier reinschwimmen. Morty, du bleibst hier. Ich nehme den Klumpen hier mit. Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads. Caution. Hazardous materials and life forms contained within. Holy shit. Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. Rochen unterschiedliche. Oh Mann, die haben hier alle Fische irgendwie erforscht. Zumindest alle, die in dem Teil des Gewässers sich befinden. Ich habe den Wirbelfisch nie gescannt. Okay. Integrating new PDA data. Es könnte sein, dass wir eine Tafel benötigen. Ich habe keine dabei. Es könnte sein, dass wir hier eine Tafel benötigen. Wow. Da sieht man mal, was es noch für gigantisch große Kreaturen gegeben hat oder vielleicht sogar immer noch gibt. Ja, wir wissen es ja nicht. Wir sind ja hier nur in einem kleinen Areal. Wir wissen ja nicht, was es noch vielleicht eventuell alles gibt. Auf jeden Fall will man sowas hier nicht begegnen. Vielleicht sehen wir auch einige Kreaturen in Below Zero, denn Below Zero hat ja wieder komplett neue Monster. Holy shit. Also hier sieht man, der Warper ist nur teilweise biologisch. Er ist auf jeden Fall künstlich erschaffen. Ein Hybrid. Quarantänevollstreckungseinheit. Die sorgt dafür, dass hier niemand abhaut. Ja, hier. Das Gehirn und zentrale Nervensystem wurde mit hochentwickelter Rechenleistung und Fernkommunikation digital aufgerüstet. Jäger-Killer. Du bist also ein Killer, ja? Ganz schön widerlich. Was haben wir hier drüben? Organe oder Ersatzteile von diesen Dingern. Und noch mehr Infos. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Detecting atypical fluctuations in blood plasma proteins. A self-scan is strongly advised. Jo, machen wir gleich. Machen wir gleich, meine Hübsche. Nur jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier wegkommen, denn ich habe keinen Bock, hier zu ersaufen. Oh, hier ist was. Ich habe keine Tafel. Hier fliegt auch keine rum. Denke ich zumindest. Wir können gleich nochmal gucken. Vielleicht irgendwo in so einem Gehege drin. Welcome aboard, Captain. Ich schau mal ganz kurz hier unten. Immer eine Tafel mitnehmen. Ich glaube, das ist die oberste Regel. Oh, ein Ei, das wir noch nicht gescannt haben. Ein Seedrachenei. Ich finde, Seedracheneier sehen ziemlich cool aus. Gut, machen wir mal den Scan. Aber bevor wir den Scan machen,
ziehen wir die Handschuhe aus. Und man sieht noch gar nichts. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Oh no! Igitt! Oh fuck! Boah! Toll! Ich rede hier noch von der Seuche und jetzt holt mich die Seuche. Super. Einfach nur super. Okay, hier unten gibt es noch Informationen, an die wir im Moment nicht rankommen, weil wir keine Tafel besitzen. Ich bin von der Seite reingekommen, das bedeutet, wir gehen aus der anderen Seite wieder raus. Ey, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Jungs! Macht keinen Blödsinn. Ich will keinen Stress, okay? Ich will keinen Stress. Wir befinden uns jetzt im Herzstück des Lost Rivers. Wir kommen leider noch nicht überall hin. Hier drüben geht's, glaube ich, zum Baum. Wow. Das ist ja nicht mal ein Gerippe. Ein weiterer Leviathan. Seedrache. Man merkt schon, die ganzen Kreaturen hier unten sind auch alle verseucht. Die Seuche ist überall. Ja, hier drüben ist der Baum, da können wir nicht hin. Der Baum ist nämlich ziemlich tief. Wir gehen mal hier lang. Da, wo der Zyklop steht, haben wir jetzt halt den perfekten Punkt, um direkt ins Lava-Biom reinzukommen. Deswegen lassen wir den da auch mal stehen. Okay, neue Infos. Es sieht schon geil aus. Also ich finde es immer noch beeindruckend. Kann man die scannen, die Dinger? Klauentang. Oh, sieht aus ein bisschen wie eine Klaue. That's right. Kann man dich scannen? Du bist... Boah, wenn es sowas geben würde in Below Zero, scheiße, wäre ich happy. Ich meine, das ist 1000 Milliarden mal größer als irgendein Seedrache. Pff, schaut euch dieses Monster an! Das ist schon echt geil. Wenn es sowas geben würde, wirklich so ein Riesenvieh, wo du Angst haben musst, es verschluckt dich. Skelettüberreste. Ey, 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 wer beißt mich hier? Wer? Einheimische Lebensform, gigantisches Fossil. Den Leviathan da oben lassen wir mal in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf Stress. Und das ist auch nur die Baby-Variante. Das ist ein Jungtier. Es gibt nämlich auch Mamatiere. Mann, dieser Lost River ist verdammt unheimlich. Zieh dir eine Hose an. Ja, ich sehe dich nackt. Zieh dir eine Hose an, Kumpel. Was ist das hier? Dieser komische Schleier, den wir gerade um unser Schiff haben. Och, nö jetzt. Die machen hier ihr Unwesen. Ich dachte, die wären ein bisschen weiter oben. Alter, das hat ein bisschen was von Aliens. Der Schädel hier. Uraltes Skelett. Oh, es wäre so geil, wenn in Below Zero die irgendwo, keine Ahnung,
im Eis so gefangen wären. Und weil wir, der Mensch, wieder blöd sind und irgendwas machen, kann, weiß nicht, Energie gewinnen, indem wir irgendwas sprengen oder so, befreien wir so einen. Und der lebt noch. Das wäre stylisch. Das wäre richtig stylisch. Das wäre so eine richtige, der Mensch hat's mal wieder verbockt Nummer. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ich glaube hier... Guck mal, hier unten... Wow! Oh Gott! Ihr Penisnasen! Konnte man hier unten irgendwas Spannendes finden? Gibt's ein bisschen Gel. Hey! Alles will mich gerade killen! Selbst hier sind Brocken des Schiffs. Komm mir ja nicht so nah. Ich mach dich. Hat der meine. Okay, meine Motte ist hier. Ich dachte schon, der hat meine Motte irgendwie umteleportiert. Ich mach dich fertig, Alter. Das kannst du mir glauben. Ich hab keine Angst vor euch. Aber hier muss irgendwo noch ein Stück von der Aurora hängen. Irgendwo. In diesem Biom. Unheimliche Geistermusik. 400 Meter. Schmeckt mir gar nicht, was hier läuft. Und die Warper sind um mich rum. Na, ist das schon irgendwie stylisch, oder? Haben wir dich hier schon gescannt? Tentakuli. Ich bin immer noch in der Höhle drin. Ist immer noch ein Höhlensystem. Wow. Ich bin ganz schön angespannt. Fische, mach das lieber nicht. Ich mag das nicht. Wenn man gegen mein Schiff donnert. Dutze bitte nicht gegen mein Schiff. Wo zum Geier bin ich? Boah, ich bin am anderen Ende der Karte. Im Grunde. Ist das hier die Steppe? Das hier ist die Steppe. Geht's hier ins Endlose oder? Ich glaube, hier geht's ins Endlose runter. Trotzdem, diese Pflanzen hier wachsen eigentlich auf der Steppe. Scannen wir sie. Oh Gott, da drüben sind sie, Leute. Hört ihr sie? Muss irgendwie mal an Elefanten denken, obwohl die kein bisschen aussehen wie Elefanten. Wow. Wow. Seewanderer. Harmlos. Aber sehr, sehr beeindruckend. Verdammt krasse Viecher. Gepanzert. Und immer wieder in großen Herden. Und die Herde gibt natürlich Sicherheit. Hier, der Membranbaum. Genau den meinte ich. Das ist eigentlich so was, das wächst nur hier und in der Anschlussregion. Wow. Einfach nur wow. Einfach nur wow. So, die Folge ist vorbei. Wollt ihr mehr spannende Abenteuer? Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.